Tell me where I belong. I've been searching all night, walking these streets, it's a maze at midnight. Been talking to you, yet those days have gone by. I gave you a chance to treat me right. I'm a blank canvas you can paint. Draw yourself a future with me. It's a mystery what awaits. Oh, it's a miracle life, it's a miracle day. Oh,
You say it's all my fault. I walked away from it all. All those memories haunting our fall. A single life has come at the right time. I gave you a chance to treat me right. Gut, können wir anfangen. Ich möchte den Song hier skippen. Willkommen bei diesem wunderschönen Samstag. Geht jetzt weiter mit Satisfactory. Ich glaube, ich passe noch mal kurz meinen Pegel vom Mikrofon an. 1, 2, 3, 4. Vielleicht ein bisschen leiser. Ja, so. So. Fortsetzen. Nimmt er jetzt auch das Richtige? Sieht so aus. Hier habe ich gespeichert. Jo. Mal überlegen, was wir jetzt bauen. Diesmal falle ich nicht runter. So. Mal wieder reinfinden. Kohlekraftwerke habe ich gebaut. Eigentlich brauche ich noch so ein bisschen Fleisch zum Forschen, ne? Der Kram zerläuft ja hier alles. Gucken wir mal, holen wir uns noch ein bisschen Fleisch. Irgendwo hier rannten noch Viecher rum. Achso. Los, wo? Hier kommt man bestimmt nur mit einer Gasmaske ran. Das lassen wir mal am besten. Irgendwo sind doch hier Viecher rumgelaufen. Oder habe ich die auch schon gekillt? Ruf mal in die Richtung. Mal sehen, was es hier gibt. Gespannt, ob denn später auch Züge und so was hier drin ist oder ob das nur in dem Experimental drin ist. Eine Schnecke. Hallo, Schnecke. Mitgenommen. Denk mal, da vorne komme ich denn auch bloß rein, wenn ich so eine Gasmaske habe. Da
ist das? Schwefel. Schwefel? Oh, Schwefel kannte ich noch nicht. Weggehauen. Wartet mal ab, dass ich meine Nüsse wieder gegessen habe. Aufmerksam in der Gegend gucken. Das hat auch gut funktioniert. Ich mag das ja so ein bisschen explorieren. Gucken, was so was ist. Ich meine, das wird gerade Nacht, das ist ein bisschen doof. Blätter. Irgendwo gibt es doch noch Höhlen. Ich glaube, das ist eine Höhle, ne? Was V? V war das? Huch, ich dachte, C ist ducken. Komme ich nicht rein? Obwohl das eigentlich wie eine Höhle aussieht. Sollte man wahrscheinlich nur mit Gasmaske rein laufen. Ein ganzes Feld voll Gas.
Hallo, wer bist du? Da hat er. Hat er das vorher gewusst, in welche Richtung ich springe? Ui, das war knapp. Wo hebt das auf? Was ist das hier? Kupfererz. Eine riesige Welt. Was diese runden Dinger bedeuten, weiß ich auch nicht. Ob das Knochen sind oder später noch ein Rohstoff. So aus, als ob das hier teilweise ruckelt. Hab leider jetzt gerade keine FPS-Anzeige zur Hand. Ist ja richtig ein Nest. Der Xeno-Becher ist gar nicht schlecht. Ich glaube, hier fängt gleich wieder das Gasfeld an. Oh. Komme ich so nicht rein. Jetzt ist der da reingerannt. Ja, komm mal raus. Eieiei. Er ist schon ein bisschen härter. Aua. Er kommt da gar nicht raus. Eige Sau. Dann laufe ich weg. Komm noch hinterher. Ach, jetzt mit einmal kommst du hinterher. Oh, ist ja eine Nase. Hey. Aua. Aua. Muss mich erstmal irgendwo heilen. Thank you.
Müsste ich schon wieder voll sein, okay. Alter, der haut aber auch zu. Mehr schön. Zehn Millionen Organe. Okay. Wahrscheinlich schon wieder in einem ganz komischen anderen Abschnitt. Eieiei. Kann ich schwimmen? Scheint so, als ob ich schwimmen kann. Da geht's nach Hause. Mal gucken, ob es hier eine Verbindung gibt. Komme ich da irgendwie hoch? Natürlich nicht. Ai. Aua. Oh yeah. Viecher. Schlimme ist, beim Schwimmen kannst du nicht kämpfen. Deswegen war ich jetzt noch ganz schön aufgeschmissen gerade. Hab ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken gerade. Alien-Panzer. Dann holen wir das Teil auch noch. Ich glaube, das bringt zwar momentan noch nichts. Da kann man sich ja schon mal sichern. Alien-Panzer. Auch nicht hoch. Kommt man nicht hoch.
gibt natürlich eine Menge Vegetation. Noch irgendwo was. Da geht es wieder nicht weiter. Ist wohl sie in sich ein abgeschlossener Bereich. Ja. Gucken geht wohl nicht. Hier denn vielleicht weiter? Einfach mal gucken. Ich hier schon mal gewesen. Schwierig zu sagen. Hier ist überall Gas, wo ich eigentlich nicht lang kommen dürfte. Oh, schade. Hier auch. Oh ja. Hier so am Rand. Ich das vielleicht umlaufen kann. Uran. Okay. Da war Uran. Hier ist alles verseucht. Würde ich leben, wenn ich da weiterlaufe. Oder? War das nur bei Moran jetzt so? Ach, beim Strahlungslevel war das. Ah. Dann darf ich nicht so dicht beim Moran rangehen. Das ist mein Weltraumlift. Ob ich von hier dahin komme? Ich hab noch was gesehen, das werde ich mir erstmal angucken. Los hier auch noch draus.
Technologie. Platine. Wofür man die auch immer braucht. Festplatte. Und was konnte man denn, glaube ich, die Festplatte analysieren oder so, ne? Irgendwie so. Ich glaube, die Festplatte konnte man denn analysieren. Irgendwie. Aber ich glaube auch, da hatte ich genug. Alien Bodies habe. Aua. Hau ab. Aua. Laufe ich jetzt hier nicht ins Gas. Ich glaube, der folgt mir nicht mehr. Oh, habe ich ein Glück. Sogar noch eine Schnecke mitgenommen. Wunderbar. Zieh dir rein, Bruder, zieh dir rein. Okay, also war eine relativ erfolgreiche Exkursion. Machen, das ist ja wieder so ein Gas. War gut, dass man am Weltraumlift gut erkennt, wo die Basis ist.
Was haben wir denn schönes? Gelbe Elektroschnecke, was? Ich hab eine gelbe. Ja gut. Müssen wir das alles mal bei Gelegenheit analysieren. Ein paar Blätter, die ich aus Versehen gesammelt habe. Die grüne Schnecke. Pilze packen wir auch mal aus. Oh, was können wir denn hier noch freischalten? Sprungflächen, Gehwege. Stahlproduktion wollten wir machen, glaube ich. Ein so ein Rahmen, Haufen Kabel. Ein paar Motoren. Muss ich mal ein bisschen Draht holen für die Kabel. Und diese Rahmen, wie viel brauchte ich da? Einen oder so, ne? Brauchen wir noch ein paar. Ich glaube, das reicht. Nicht ganz, okay. Das passt, das passt. Noch ein paar Kabel bauen. Doch nicht gereicht. Den Stack bauen wir noch leer. Gut. Milestone reached. Steel production unlocked. Foundry and improved miner included to ensure efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for crafting. Stahlträger, Stahlrohr. Stahlbarren, okay.
Betonträger, schwerer modularer Rahmen. Stator, Motor. Stahlrohr. Stahlrohr braucht Stahlbarren und Stahlbarren braucht Eisenerz und Kohle. Na, jetzt kommen wir der Sache nahe. Also muss ich hier mal ein paar Eisenplatten rausnehmen. Ja, bringt meiner MK2, was habe ich denn da gerade gesehen? Hundertzwanzig pro Minute. Der Gießerei. Aha, interessant. Energie ist nichts Neues, Logistik auch nicht. Kann automatisiert werden, um Ressourcen an LKW-Stationen abzuholen und abzuliefern. Ich da noch so ein Ding ein. Vielleicht braucht ihr auch mehr. Die schneller hintereinander kommen.
Warum kann ich das hier nicht upgraden? Ach so. Ich drück die 3. Muss aber die 4 drücken. So macht das Sinn. So, dann müssten die auch schneller kommen. Der läuft auch langsam leer. Könnte man den auch noch mal übertakten. Stopf ihn voll. Brauche nämlich ganz viele von den Platten. Staut sich das denn hier mittlerweile wenigstens? Ja. Liefert der oder braucht der 18? Wenn denn die Schrauben rechtzeitig kommen würden. Also müssen wir uns die Kohle doch ranholen zur Base.
Oh ne, ne, brauche ich Beton. Sie wir vorher gucken können, ne? Müssen wir Beton holen, hilft alles nichts. Kein Beton. Nehmen wir mal genug mit. So, probieren wir es nochmal. Kilometer und Kilometer. Ah, ich sehe schon, woran er als nächstes scheitert. Diese Stäbe.
Nein, zu lang. Jetzt fehlen mir noch so eine Stäbe natürlich wieder. Holen wir uns noch ein paar davon. Wo ist mein Förderband? Da vorne. Hier bietet sich das an. Jetzt fehlen mir Platten, geht doch gar nicht. Wieder Platten holen. Nein! Fünf. Höher der Mast.
eh nicht genug Freiraum. Schlingeln wir das hier unten durch. Probieren wir mal. Zu teuer. War schon mal Kohle. Eisenplatte benötigt. Mensch, die Dreckseisenplatten immer. Oh, da haben wir hier schon mal ein Zwischenlager mit Kohle.
Erstmal einen Schluck trinken. So. Picken wir uns mal so eine Eisenader wieder frei. Hier ist auch eine reine Mine, ne? Unrein, okay. Ist auch eine unreine und die läuft gar nicht. Und fangen jetzt die Optimierung an. Schmeißen wir hier Eisenerz irgendwo rein. Also unrein ist ja nicht so schön. Das bringt ja nicht so viel. Reine. Wo war denn das? Alle unrein. Na toll. Na gut, dann haben wir einen Grund, die hier abzugraden. Wir wollten ja MK2 hier hinbauen. Da brauchen wir 10 Stahlrohre. Können wir die denn bauen? Da bräuchte ich denn noch Kohle, okay. Bauen wir das nämlich erstmal per Hand. Genau. Stahlbetonträger? Da brauche ich den Stahlträger. Okay. Mal Stahlrohre schon mal bauen, genau. Stahlbetonträger. So. Müssen wir mal checken.
Hier haben wir unrein. Da haben wir auch unrein, okay. Eigentlich alles unrein. Zumindest was hier in der Nähe ist. Mag mir jetzt nicht genügend Freiraum, ich wollte schon sagen. Wenn dann hier der nächste kommt, da ist noch ein bisschen mehr Platz, okay. Dann bauen wir noch einen. Splitter. Machen wir so. Hier wird normales ausreichen. Ich denke da auch. Gut, dann haben wir schon mal einen Miner, der hier zwei versorgt. Sieht doch ganz gut aus. Mal überlegen. Wie machen wir das? Können wir hier so einen Fusionator hinstellen? Und dann von da hier rein wurzeln lassen? Geht's hier weiter. Moin Fallout. Ey, ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie mehr Mist baue.
Wie gesagt, ich überlege schon, ob ich vielleicht noch mal alles irgendwie doch umstrukturieren sollte. Was, wenn denn wieder ein meiner MK3 kommt oder sowas, dann ist man wieder alles am Umbauen. Ja, deswegen überlege ich auch schon. Hier sind ja noch ein paar Eisenspots, also genug Eisen könnte man anschaffen. Nein, kein Sprit mit. Sprit holen. Crystals on this slug can be harvested and converted into two power shards that function with current fix-it technology. Several buildings would be capable of performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Ja, was habe ich ja jetzt verbraucht? Die olle gelbe Schnecke. Vielleicht hast du ja einen Tipp, Fallout. Wie kriegt man denn diese Steine, die hier einfach so rumliegen, weg? Sägen? Nee. Kriegt man so, und wenn man hier einen Baum fällt in der Nähe, die Steine gehen dann auch weg. Sprengstoff, okay. Den habe ich aber noch nicht. Okay, muss ich mir Sprengstoff denn erforschen bei Gelegenheit.
Mist, jetzt bin ich da runtergesprungen. Hätte ich gar nicht müssen. Die Bäume stehen ja hier. Ich brauche gar nicht so viel Biotreibstoff. Aber das Sägen mit der Kettensäge macht zum Spaß. Wenn der Strauch daneben steht, kriegt man den Stein weg, ne? Hier war doch eben ein Stein. Guck, hier ist ein Strauch und da ist ein Stein. Jetzt leg den Strauch. Ist der Stein mit weg. Hier genauso, Stein und Baum. Zack, ist der Stein weg. Aber Stein alleine. Sprengstoff brauche ich Schwefel und Kohle. Okay, bei Schwefel bin ich schon vorbeigelaufen. Zumindest habe ich es irgendwo mal gesehen. Aber ich denke mal, ich muss das doch erst erforschen. Also einfach so kann ich ja keinen Sprengstoff bauen. Muss ich erst irgendein Tier freischalten. Das ist natürlich sehr günstig, wenn da immer ein Strauch in der Nähe steht. Dass die Steine mit weggehen. Hier wird das knapp, glaube ich. Wenn ich den mache, auch geht mit weg. Blumen gehen auch. Guck mal, hier Blumen. Cool. Blumen funktioniert auch. Nee, nicht immer. Vorführeffekt. Verdammt. Was ist runtergefallen? Ja, ab und zu geht es, ne? Spieler ist im Weg.
Wer kann das nur sein? Ich bereite denn schon was vor, so eine industrielle Schmelze mit. Dann werde ich das nach und nach hier alles hinstrukturieren, sozusagen, alles, was da drüben steht. Wenn das überhaupt geht hier mit den Steinen. Die man überbauen kann, die gehen ja, aber die rausgucken, das macht sich denn schlecht, ne? Also hat das alles halbwegs zumindest ein Level. Ach echt, das ist mit Mausrad tauschen. Muss ich gleich mal testen. Nein. Und noch die Nüsse. Ah, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich habe auch schon so genug Beton, um hier. Ja, danke, danke. Ne, was man nicht weiß, kann man ja nicht anwenden, ne? Zumindest von der Game-Version her sollten eigentlich, glaube ich, auch Züge und diese mit Uran hier drinne sein, ne? Habe ich im Launcher gesehen. Haben sie irgendwas mit Zugfixe angekündigt und so und dann diese Bildnummer genannt, die hier oben links steht. Obwohl sie Experimental-Server meinten. Ja, wenn ich Zeit finde und zuschauen kann, können wir das machen. Warte mal. Bin schon im Hauptspiel drin, okay. Ja, das hatte ich auch gelesen, dass im Dezember irgendwie so ein drittes Update kommt. Warte mal kurz, Chat aufklappen. Haben die aber auch schlecht gemacht, ey. Haben die aber auch wirklich schlecht gemacht von Twitch, ey. Ich zeig dir das mal kurz. Ich hab hier auf meinem Dashboard, ne? Ich hab ja hier mein Dashboard auf einen anderen Monitor. Hab dich mal angeklickt.
Glaubst du, hier gibt es irgendwo einen Button, dass ich dir folgen kann? Nee, ich darf erst auf dein Profil gehen, damit so viele Buttons hier, sperren, timeouten, alles mögliche, permit. Aber ein Follow findest du hier nirgendwo. Ich könnte dich als Freund hinzufügen, falls du das willst. Twitch halt, ne? Kinomodus aus, so. Und genauso mit meinem Bot. Ne? Wenn ich hier meinen Streamlabs Chatbot nehme, zum Beispiel, ne? Wenn ich dich anklicke, ich kann dich hier Whisper, Permit, Mod, Ad Regular und die ganzen Bannmöglichkeiten. Aber ein Follow kannst du hier auch knicken von Turnier aus, ne? Na, ich streame auf mehrere Plattformen, deswegen habe ich hier dieses Drehstream-Tool an. Das holt mir hier von Twitch, YouTube streame ich gerade nicht, von DLive und von Mixer die ganzen Chats rein. Weil es da denn ja noch jemand schreibt und so. Deswegen habe ich dieses Drehstream.io-Tool an für den Chat. Ich denke mal, man sollte sich nicht nur auf eine Plattform verlassen. Twitch hat auch schon gezeigt, dass sie auf so manch einen großen Streamer keinen Wert legen und den wegen irgendwelchen komischen Sachen rauswerfen. Ne? Also, dann stehst du da mit wehen im Haar. Wenn dir denn deine ganzen Bekannten sozusagen nicht auf Twitter folgen, wenn du dann wirklich mal einen Plattformwechsel machst, dann hast du erstmal einen Haufen Leute verloren, ne? Weil die gucken denn nie wieder. Nö, ich liebe meine Freiheit. Deswegen habe ich auch meinen Affiliate-Status bei Twitch wieder gekündigt. Weil die haben da so einen Vertrag. Wenn du Affiliate bist, musst du so einen Vertrag akzeptieren, dass du dann exklusiv Content, dass du, wenn du was streamst, nur auf Twitch streamen darfst und dann erst nach 24 Stunden darfst du diese VOD hochladen bei YouTube. Sonst verletzt du diesen Vertrag und die können dir kündigen. Und das fand ich dann doch ein bisschen knebelig. Aber ich mag meine Freiheit und meistens, nachdem ich fertig bin mit Streamen, lade ich das hoch nach YouTube. Wobei mittlerweile hat YouTube ganz merkwürdige Restrictions, die ja, wir haben ganz komische Restrictions. Ich lade hier schon seitdem ich angefangen habe zu streamen. Moment, lade ich hier schon mein VOD von gestern hoch. Und irgendwie haben die mächtig viel Bandbreite gedrosselt. Also ich habe hier synchron Glasfaser, also ich kann 300 Megabit downloaden und 300 Megabit uploaden. Und die lassen bloß 20 oder sowas zu beim Upload hier von meinem VOD. Noch 2 Stunden lade ich mein VOD hoch. Von gestern. Und nebenbei, also nicht an der Leitung sozusagen. Ich streame ja jetzt nebenbei noch an 3 verschiedene Dienste. Ganz, ganz komisch bei YouTube. Vorher ging er dann immer hoch bis, wie ist ich hier? Vorher ging er dann immer hoch bis 200 Mbit im Upload und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter und so. Und jetzt komme ich durch den Upstream von 3 verschiedenen Anbietern mal ein bisschen über 30, 40 Megabit. Ganz, ganz komisch, was die bei YouTube machen. Naja, und das ist halt meine ehrliche Meinung halt, dass das Twitch da ein bisschen übertreibt und ein ganz schöner Knebelvertrag ist, was man da eingeht. Die wollen dir vorschreiben, wann du welchen Content, wie, wo, was. Nehmen dir vielleicht noch die Rechte ab, damit die das weiterverwerten können. Und hier und da
Das finde ich doch ein bisschen zu krass. Exklusiv Content. Für 50% Anteil exklusiv Content zu veranschlagen, also das finde ich dann schon ein bisschen krass. Dann hätten sie sagen sollen, okay, du kriegst von deinen Subs 60 oder 80% und dafür hast du exklusiv nur auf Twitch zu streamen, aber für 50-50 finde ich das frech und habe das dann auch gekündigt. Nun bin ich ganz normaler Twitch-Pleb und kein Affiliate mehr. Aber jedem seine Meinung, ne? Also wenn du das gut findest, ist ja alles gut. Ich will dich da ja nicht missionieren. So, das haben wir. Hol ich mir noch ein bisschen, ich hole mir noch ein bisschen. Von den Zeug. Um dann noch weiter auszubauen. Ach voll. Wunder mich gerade, warum ich nichts mehr mitnehmen kann. Vielleicht sollte ich den anderen Kram einpacken. Okay. Ja, jeder sollte das glauben, was er will, sozusagen. Ne? Also, wer Twitch mag, gibt ja auch YouTube-Fans und so, soll alles sein. Jedem das Seine, ne? Heißt ja jetzt nicht, dass ich Twitch total verteufel oder so, das ist bloß, dass ich sage, es gibt auch noch andere und die, an die möchte ich halt parallel auch broadcasten und wenn ich das nur als Nicht-Affiliate kann, dann ist das so, ne? So. Ich glaube, die Analyse müsste schon fertig sein. Und hier können wir dann auch wieder da reinschmeißen. Das kann dann weg, glaube ich, wenn ich schon 200 habe. Was ist das? Kohle? Warum habe ich ja Kalkstein in der Tasche? Das ist viel schlimmer. Warum habe ich schon wieder Kalkstein in der Tasche? Das wurmt mich viel mehr. Wo habe ich den aufgesammelt? Kalkstein weg. Wenn ich irgendwas dekonstruiere vielleicht. Halt, falsche Richtung. Durch das Abarbeiten mit der Motorsäge kommt das auch. Wusste ich nicht, okay. Interessant. Interessant, interessant. Ich habe ja immer noch Bildschirmaufnahme an, nicht dass hier mein OBS noch Frames fallen lässt. Machen mit Fensteraufnahme weiter. So. Erstmal richtig schöne Fläche fertig, wo wir vielleicht sogar mit mehreren Etagen dann arbeiten. Sehr wahrscheinlich sogar mit mehreren Etagen arbeiten. Da wird dann alles hintransportiert mit Förderbändern. Du hast ja gesagt, ich soll groß denken, also Plan war gleich ein bisschen größer. Der Rest, der läuft ja momentan relativ alles.
Ey, schon wieder. Sechs. So. Habe ich hier schon gebaut? Ja, habe ich schon. Und im Zweifel bin ich erst fertig, wenn ich drüben beim Wasserfall angekommen bin, ne? Ein Glück, dass hier nicht richtig auf Statik geachtet wird, weil sonst würde das schon längst runterfallen, weil viel zu viel Gewicht hier drauf hängt, ne? Überleg mal, da wäre noch Physik mit drin, ne? Dass da berechnet, wie schwer das hier alles ist, das ganze Objekt. Ernsthaft? Dann baue ich ja hier totalen Bullshit schon wieder. Erzähl mir nicht so was. Ich zweifle schon wieder an meinen Gebauten. Das ist ja dann alles umsonst. Dann müssen sie aber auch irgendwie, dass du das Gelände bearbeiten kannst, machen. Weil dann musst du irgendwie auch Erde planieren können, oder so eine Schieberaupe irgendwie oder sowas. Und dann so eine Stützen, damit man das hier abstützen kann. Noch sieht ja gar nicht so schlimm aus. Wenn man hier noch eine Stütze hinbaut, dann müsste das ja halbwegs passen. Ja, das ist ja bei jedem Early Access Spiel so, ne, dass man erstmal den geringen Funktionsumfang erstmal testet, aber sich trotzdem auf das ganze neuen Content immer freut, ne? Natürlich, alles hat dann immer sein Gutes und Schlechtes, ne? Also. So. Mal überlegen. Wie machen wir das jetzt? Fangen wir mit Containern an. Hat das Erz erstmal durch so einen Container läuft und sich da eventuell auch stapeln könnte als Zwischenlager. Würde Sinn machen, ne? Dass man auch Erz irgendwo abgreifen kann. Erstmal einen Schluck trinken. Währenddessen überlege ich mir das.
Guck mir erstmal an, was dieser nächste Meilenstein kostet. Habe ich hier schon die nächste Forschung angeworfen? Nee, natürlich nicht. Amanita lardum or bacon agaric can be added to the object scanner catalog after unlocking the new blueprint in Hub Tier 1. Scanne. Ich habe Kalkstein reingelegt, das brauche ich auch nicht. Letter. Ich muss auf meine Slots ein bisschen achten. Den ganzen Kram verarbeiten, nicht sinnlos rumliegt, meine Slots verstopft. Ich denke während der Zeit auch gerade alles noch ein bisschen durch, wie ich das denn baue da hinten auf dem, auf der freien Fläche. Oder ob ich erst noch so ein Upgrade mache. Weil dann gibt ja, was war das, industrieller Lagercontainer oder sowas. Vielleicht hat der sogar mehr Kapazität. Würde ja den Sinn machen, noch das Upgrade zu machen, bevor ich
anfange, großartig was aufzustellen, weil ich später irgendwie abreiße. So, das weg damit. Holz weg damit. Blattwerk weg damit. Blütenblätter weg damit. So, schon mal ein bisschen mehr Platz. Eine Kohle brauche ich jetzt auch nicht weg. Brauchen wir noch so ein Energiefragment? Treibstoff können wir hier wieder reinschmeißen. Da haben wir sogar noch welche von. Cool, die nehme ich lieber mit. Kann man immer mal irgendwo einsetzen. So. Ja, erstmal auschecken. Da gab es ja noch ein Upgrade, was ich noch nicht gemacht habe. Farbpistole war das nicht. Gehweg. Gehweg könnte man bei Gelegenheit auch mal machen jetzt. Was ist das? Gelbe Fragmente. Aber ich das nicht schon. Das hat er jetzt nicht so viel. Davon einmal, davon zweimal, davon eigentlich auch zweimal. Reicht nicht ganz. Er schafft das doch alles immer zu verarbeiten, wa? Der denn hier auch voll? Können wir die Eisenstangen hier schon mal wegnehmen, genau. Neue Teile. Dann kann man irgendwann die anderen Upgrades hier auch noch freischalten, ne? So viel ist das ja jetzt auch nicht. Modularer Rahmen 500. Und Motoren 150. Das sollte man schon industriell irgendwie herstellen, ne? Weil 500 per Hand schmieden, bestimmt auch nicht so witzig.
jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Da ist sogar ein Sprit drin gewesen. Den kann er noch verbrauchen. Der hat auch noch Sprit. Und dann go. Alles verbraucht. Analyse abgeschlossen. Wieder gewünschte Belohnung. Alternativ Eisenbahn. Eisenerz und Kupfererz. Wären drei Eisenbahnen oder was? Meinst du Rahmen, will ich? Stimmt, die Rahmen, die brauche ich, ne? Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Okay. Alienpanzer. Haben wir genug davon. Wir waren ja vorhin unterwegs und haben Aliens gejagt. 10. Die brauchen wir dann bestimmt später in Masse oder was. Vierzig Slots und der andere, was hat der an Slots? 24. Also macht das Sinn, den zu forschen. Das müsste ich auch erst forschen. Das ist ja jetzt nicht so mega viel. Ach nee. Wird hier?
diese verstärkten Jetzt kann ich den bauen. Ach nee. Habe ich ein Alternativrezept für den Rahmen erforscht? Stimmt. Nimm. Muss ich noch einen Moment warten. Ich spiele schon 2 Stunden, okay. Gelbe Elektroschnecke, grüne Elektroschnecke, okay. Stahlbetonträger, brauche ich Stahlträger. Und Beton. Kohle ist gleich voll. Ah. Stahlrohre noch bauen. So, Betonträger brauche ich Beton für. Ja, logisch. Hätte ich auch gleich holen können. Schluckt ja richtig, Stahlträger. So, kann ich nämlich noch ein paar Miner da hinstellen. Ich
Ingredienten vielleicht an. Boah, das kostet ja. Okay. Damit warte ich noch, bis der Container gesetzt ist. Ist das Ding schon zurück? Der will Motoren haben, okay, 50. Hm. 50 Motoren wird ein bisschen hart, ne? Bisschen Kabel und dann können wir mit den Motoren vielleicht schon anfangen. Ich will erst den Container haben. Das baue ich nachher wieder um. Die Kabel, noch 200 Kabel will er haben. Und ist ja schnell erledigt. Bisschen Kabel drüber kann man ruhig behalten. Muss Batteriestream schon wieder ab. Bisschen mehr bauen als sonst. Dann machen wir unseren Chat da wieder an.
Habe ich echt zu wenig mitgenommen? Verdammt. Hallo Tanja, willkommen, einen wunderschönen Samstag, wie geht's dir? Alles gut? Oh, Geburtstagsparty. Ja, das klingt doch. Je nachdem, wie alt sie ist, ist es ja lustig, ne? Noch, wenn sie älter werden, dann kannst du froh sein, wenn sie noch zu Hause sind zur Party. So, den Draht kann ich da schon mal reinpacken. Das haben wir, das haben wir. Okay. Stahlbahn herstellen. Und hast Torte gekauft oder selbst gemacht? Bestimmt selbst gemacht, was, ne? Ah, okay. Backst du denn gerne selber oder nicht? Ich kann ja nicht backen. Kann ich schon mal so sagen. Ewigkeiten nicht reichen. Da fehlt jetzt Eisenerz. Gucken wir, wo wir das herkriegen.
müsste vielleicht hier sein. Stahlbahn, stellen wir wieder ein paar Stahlbahnen her. Und was hast du ihr geschenkt? Führerschein oder was zugegeben? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mein erstes Auto hatte. Schon so lange her. Ich glaube, mit 80.000 Kilometer habe ich den gekriegt. Mit 216.000 Kilometer wurde der wieder verkauft. Und lief immer noch. Reicht das denn jetzt? Natürlich nicht. Verdammt. Noch mehr Statoren. Den Kram erstmal wieder zusammenbauen. Aber ich denke, dann bin ich so weit, dass ich da auch ein paar Sachen bauen kann für die Infrastruktur. Viele fehlen mir da. 11, also muss ich 22 Statuen bauen. Hoffentlich reicht das denn.
Den sollten wir da durchhaben. Verbauen wir hier noch. Gut. Milestone reached. Logistics have improved by the means of a container with increased storage capacity and enhanced conveyor belt efficiency. You know, gone. R&D has repurposed a common engineering tool to assist you in your defense against the local wildlife and provided an extra equipment slot. The blueprint is now accessible in Hub Tier 3. Okay. Organe. Alien Organe haben wir doch hier irgendwo, ne? Minuten. Okay. Das packen wir zurück. So. Was kostet jetzt so ein Container? Uff. Wieder so viel Stahlzeug. Muss ich noch ein bisschen Stahl herstellen. Damit ich dann erstmal ein, zwei von den Containern bauen kann. Sollte reichen. Das sollte reichen. Habe ich erst ein. Sollte vielleicht so eine Schmelze noch dazwischen bauen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Erstmal noch so eine Schmelze zu bauen, damit ich Stahlbahn herstelle. Denn für so eine Schmelze? Gießerei. Da brauche ich auch Rohre, okay. Rohre. Brauchen wir schon mal ein paar Rohre.
So, das sollte reichen, glaube ich, ne? Genau. Dann ist das vielleicht erstmal eine temporäre Lösung. Eisenstange benötigt. Nix Eisenstange. Und das Erz nicht schnell genug. Eher durch. Kriegen wir den noch ein bisschen übertaktet. Komm schon.
Dann arbeitet das schon mal gut. Brauche ich jetzt noch mal diese Stahlträgerdinger. Ist alles ein bisschen knapp noch. Ein Stahlrohr noch gebaut. So. Von denen können wir noch einen Miner bauen, okay. Reicht jetzt 10 von 5, könnte ich fast 2 bauen. Meiner MK2. Zu wenig Strom. Ui, zu wenig Strom.
Nee, schon fast bei 200 Megawatt. Krass. Mal gucken, was wir noch mitnehmen müssen. Nein, das nicht. Kohlegenerator, drei Rahmen. Motoren, Kabel habe ich in den Taschen. Also sechs Rahmen, damit ich mehrere Kohlegeneratoren bauen kann. Brauche ich für diese Rahmen nochmal? Ah, kann ich hier noch bauen, gut. Sonst noch eine Tasche, das. Bisschen Beton sollten wir uns mitnehmen. Bisschen Beton. Und 200 sollten reichen. Mehr Strömlinge, mehr Strömlinge. Eigentlich müsste ich dann noch die Dings upgraden. Die Kohlemine. Noch mal ein Splitter.
die Dinger immer so schlecht sich bloß hinstellen. Das ist ja doof. Halb im Berg. Zu teuer habe ich nicht. Okay. Kann man durchfallen, das ist scheiße. Kann ich da denn nicht irgendwie tiefer eine bauen? Weil ich da nicht durchfallen kann. Verdammt. Zumindest ist erstmal wieder Strom da. Können ja noch mal checken, was so ein Mina MK2 kostet. Dahlrohre, na gut, die habe ich jetzt nicht hier, sonst hätte man den upgraden können. Kommt ganz gut mit, ne? Brauche ich gar nicht übertakten.
Okay, Strom haben wir erstmal wieder. Sachen hier freizuschalten, Wände. Könnten wir auch schnell mal machen, das geht fix. Noch ein paar Eisenstangen holen. Hat der. Wo sind denn noch welche? Schafft sie gerade so zu verarbeiten. Gut. Dann haben wir erstmal mehr Eisenstangenproduktion. Ja, in der Zeit kann ich mal meinen Stahl wieder leer machen. Das ist schon voll.
So, dann bauen wir ein Splitter. Wo haben wir das? Logistik. Geht das so? Eisenbahn schmelzen. Eisenbahn schmelzen. Und Eisenbahn schmelzen. Brauche ich den Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Kriegen wir hin. So, Stahlträger. Stahlrohr wäre auch nicht schlecht. Und wieder ein bisschen Beton. Machen wir Stahlbetonträger, genau.
Mal überlegen, wie bauen wir das hin am besten? Ich den andersrum hinbaue.
Ja, nee. Falschen zusammen fusioniert. Eigentlich könnte ich davon zwei gebrauchen, ne? Machen wir 2-2, dann brauche ich da noch einen hin. Noch ein Konstruktor. Kommt hier noch ein Splitter. So. Habe ich noch Beton in der Tasche? Habe ich.
Was? 14 von 15? Oh mein Gott. Noch ein paar Sachen bauen. So ein normaler, den könnte ich mir leisten. Dann können, bauen wir hier schon mal einen normalen kurz hin. Wurde das schon mal aufgefangen. Zwischengespeichert. So, Stahlbahn haben wir, Stahlträger brauchen wir. Und ein paar Stahlrohre. Reicht das denn schon? 9 von 15, 11 von 15, nope. Den Meilenstein so lange weitermachen. Cool. Das ist cool. Milestone reached. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed stairs and conveyor walls.
Rechte mal noch nicht, ne? 0 von 15. Habe ich nicht irgendwas heftig übertaktet? Was war denn das hier, ne? Mal da schon mal wieder rausnehmen. Geht das hier ein bisschen flotter. Stahlträger. Katze, was ist mit D-Life los? Aber D-Life scheint mich da bloß verschluckt zu haben. So, dann haben wir da schon mal genug für. So vielleicht. Müssen wir was weiter drüber stellen. Hilft alles nichts.
So, läuft das schon mal? Daneben noch einen Konstruktor bauen für Schrauben. Vielleicht bräuchte ich sogar zwei. Gucken, wie wir das mit dem Strom machen. 3 von 4 klingt gut. Vielleicht noch ein. Wie machen wir das jetzt? Wir stellen jetzt schon mal Schrauben her. Müssten wir eigentlich wieder einen Container haben.
So. Stahlträger. Ein paar Rohre brauchen wir auch noch. Ob zu 20 reichen. Gut. Sollte jetzt reichen, ne? Ja, tut's. Stellen wir den nämlich daneben.
Gut. Wie haben wir denn davon 200? Für den Miner MK2 bräuchte ich noch einen Miner. Sieben von 10. Ein paar Stahlrohre. Kann ich vielleicht hier schon upgraden? Kommt hier die Kohle schneller an, ne? Genau. Dann läuft das schon mal schneller und wenn ich den jetzt abreiße, dann müsste ich eigentlich einen neuen bauen können. Soweit zur Theorie. Testen wir die Praxis.
Einmal meiner MK2. Die Bänder wieder vollgelaufen. Produziert er jetzt 240 pro Minute. Das Förderband, was schafft das? 120. Eieiei, kann ich schon auf MK3 bald upgraden. Hätte ich gleich schon machen können. Dafür brauche ich ja den Stahl. In Massen. Die Panzerplatten schon mal wieder zurück. Haben wir denn aktuell was freizuschalten? Sprungflächen, Gehwege. Armierpistole, was ist das? Muss nach jedem Gebrauch neu geladen werden, okay. Biomasse. Habe ich Biomasse nicht schon?
Jetzt hätte ich die Panzerplatten gebraucht, ne? So, das da rein, go. Milestone reached. After medical consultation, additional buildings aimed at factory traversal have been added. Walkways can now be accessed in the build menu. Das hat jetzt gebracht, die Alienorgane zu analysieren. Nix wirklich. Das wird nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Zu teuer. Es ist schon vorbei. Können wir die verstärkte Eisenplatte hier schon wieder reinlegen? Das nächste freischalten. ...150 und 500 von den modularen Rahmen. Das sollte ich automatisieren. Wo ich mich da tot. Ah, wisst ihr was? Dafür ist morgen noch ein Tag. Dafür, dass ich heute arbeiten war, habe ich irgendwie keinen Bock lange zu streamen. Gucken wir uns wieder von oben mal an, was wir hier schon so alles gebaut haben.
Ja, das ist Charlie's World. Spiel speichern. Manual. Gespeichert. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Winke, winke. Goodbye. Bis morgen.